Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ja, Wald sieht man nicht viel, aber Moment, ich schwenke euch mal. Tada! Es ist ein bisschen weiß draußen. Gibt natürlich dazu auch noch Bildmaterial. Was ich jetzt in diesem Video speziell nur kurz machen möchte, ist noch ein kleines Dankeschön aussprechen. Es gibt da noch den Praxiseinsatz vom entsprechenden Produkt. Aber hier war ein Sack. Ne? In diesem Sack war was drin. Und was da drin war, ist dieses Kochset. Und da wir gerade quasi schon am Kochen sind und uns gedacht hatten, da können wir das hervorragend gebrauchen, vielen herzlichen Dank also, muss ich jetzt das Vorstellen etwas beschleunigen zum inneren Inhalt. Da befinden sich nämlich drin, peng, zwei Tassen, einfache Plastiknäpfchen, perfekt, weil die wiegen nichts. Die wiegen überhaupt nichts, können wir wirklich super brauchen. Ich denke, da spreche ich auch im Rahmen der Köchin, die da gerade entsprechend am Herumhantieren ist. Kommst du klar? Nö. Ja, wieso? Das ist doch einfach. Gut, und die Köchin braucht nämlich jetzt die Tassen, weil wir machen uns eine kleine Vorspeise. Einfach nur mit heißem Wasser aufzugießen, Fertignudeln und danach gibt es noch ein bisschen was Größeres. Aber das größere Geschirr brauchen wir dann erst, wenn wir da anfangen loszulegen. Bitte, Schatz. So, jetzt, also, Kochgeschirr ist dreiteilig, also fünfteilig, wenn man die Tassen mitzählt, besteht aus, hier unten drüber steckt, über die anderen Töpfe, einen sehr flachen Topfpfannenobjekt, ich würde es eher als Pfanne klassifizieren, ist Edelstahl, hat aber, und das ist das Schöne, Kupferbeschichtung auf dem Boden. Und ich werde selbstverständlich auch noch experimentieren, mit dem neuen Kocher insbesondere, was man denn da denn für Kochzeiten hinbekommt. Wie effizient ist denn jetzt nun diese Kupferbeschichtung unten auf dem Kochgeschirr, was ja wirklich eine extrem gute Wärmeleiteigenschaft hat. Und ich hoffe dann schon, dass mir damit wirklich die Kochzeiten vielleicht, insbesondere eben in Kombination mit so einer Pfanne oder sowas, dann auf ein geringfügiges Maß reduzieren können. Ich bin wahnsinnig gespannt. Also alle drei Teile, sowohl dieses Ding als auch die beiden Töpfe, haben diese Kupferunterbodenbeschichtung. Genial, ganz, ganz toll, vielen, vielen Dank. Und ich hatte es ja erwähnt, dass es sowas gibt, hatte es aber nicht, konnte es nicht vorzeigen. Und jetzt habe ich das auch. Also meine Kochausstattung ist inzwischen... Mir fällt wirklich nichts mehr ein, was ich nicht habe inzwischen. Also ganz, ganz toll. Dann gibt es noch einen mittleren Topf, würde ich sagen. Ein kleiner Topf sieht anders aus. Der hat bestimmt auch einen Liter. Also bestimmt. Wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr. Was meinst du? 1,2. 1,2, ja, würde ich auch sagen. Alles mit so einem schönen Klappgriff. Wunderbar. Ist auch nicht sehr dickwandig, was gut ist, weil Edelstahlgeschirr halt nun mal nicht besonders leicht ist. Und so kann man schon noch gut tragen. Ja, also nicht böse sein, ich würde das jetzt nicht auf eine klassische Trekkingtour mitnehmen, aber für so einen Tagesausflug, wie wir es jetzt machen, ist das ein optimales Kochgeschirr, gerade wenn man ein bisschen vorhat, was Größeres zu kochen. Wie heißt das nochmal? Kartoffelgulasch? Ja. Kartoffelgulasch machen wir uns heute. Bisschen abgewandelt. Bisschen abgewandelt, die Frau E-Version. E-Punkt, Entschuldigung. Ja. Ich muss gerade nochmal anfangen. Jetzt liegt hier leider auch jede Menge Müll um mich rum. Ach, das ist was. Die Hütte ist leider etwas vermüllt. Deswegen muss ich aufpassen, wo ich mein Zeug hinlege, damit ich jetzt nicht in den Mülllachen hier reinlege. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Warum kann man seinen Müll nicht wieder mitnehmen? Ich verstehe es nicht. Ja, jedenfalls dann noch der große Topf. Der hat bestimmt 1,8 Liter würde ich jetzt sagen, wenn nicht sogar gleich 2, nicht? 1,5, 1,8, meint Chefin. Okay, gut, wenn Chefin das meint. Jedenfalls, ein Zwei-Personen-Kochset, da stand auch drauf, Zwei-Personen-Kochset, ist es definitiv. Definitiv, also schon schön luxuriös köcheln für zwei Personen. Und hier drin machen wir uns jetzt Kartoffeln. Ja, wir kochen sogar Kartoffeln, was man eigentlich draußen normalerweise selten macht, sage ich jetzt mal, aber... ausnahmsweise mal und das alles auf dem Kocher und ja, das ist das Set. Mir gefällt es sehr, sehr, sehr gut. Verarbeitung tipptopp, tadellos, alles gar kein Problem. Und was diese Kupferböden bringen, wie gesagt, das werde ich noch ausprobieren. Vielen herzlichen Dank. Und es gibt jetzt da noch ein paar
ergänzende Einblendungen dann gleich vom eigentlichen Kochprozess. Leider findet der in der dunklen Ecke der Hütte aufgrund von Windschutz statt. Ich weiß nicht, wie gut die Bildqualität dann ist, aber ich mache halt einfach so, wie kommt. Und da müsst ihr dann halt einfach irgendwie durch, dass die Bildqualität dann nicht so toll ist. Sag aber schon mal Tschüss, weil dann muss ich das große Geköche nicht mehr weiter kommentieren. Macht's gut. Dankeschön. Also, unsere bisherigen Testergebnisse, leider hier eine Menge Störgeräusche, einmal Gas, einmal Benzin im Hintergrund, wir kochen auf zwei Flammen. Evelyn brutzelt gerade ein Würstchen-Zwiebel-Gemisch an, im kleineren Topf. Erstes Resultat ist, sobald man den Topf auch mit dem Kupferboden aufs Gas stellt, fängt der Inhalt sofort an zu brutzeln. Also die Hitzeübertragung ist wirklich tipptopp. Ist dieser Kupferboden, der hilft nicht nur theoretisch, ne? Also theoretisch war mir das klar, aber auch in der Praxis, das geht wirklich so rucki zucki, Topf sofort heiß, also quasi instantly, ne? Um mal Englisch zu sprechen. Ich glaube, du könntest das Gas sogar noch mal ein bisschen zurückdrehen. Ja. Unsere Chefköchin hier hat noch nicht so viel Erfahrung mit Gas. Also in der Küche. Ja, sie kocht das erste Mal so, genau. Outdoor-Gas. Jawohl. Aber es macht einen guten Eindruck. Danke. Was ist deine Meinung zum Topf? Das ist cool. Ist cool, super. Gut, also das ist erstmal hier der, die anzubratende Komponente. Und was bei mir in der Zwischenzeit... in der Zwischenzeit hier auf dem Benziner kocht, sind schlicht und ergreifend Kartoffeln. Ich muss zugeben, ich mache mir das erste Mal outdoor wirklich den Aufwand und koche Kartoffeln. Ist auf dem Benziner überhaupt kein Problem, der ist ja gerade für lange Kochprozesse auch ausgelegt. Ich habe den Windschutz jetzt dann nur so locker drum, eben wegen dem Topfhalter. Das ist vielleicht so ein ganz kleines bisschen ein Problemchen, wenn man mit einem engen Windschutz arbeiten möchte, dann ist dieser Topfhalter nicht ganz so optimal. Den müsste man dann halt einklappen, dann wird er halt super heiß. Wahrscheinlich würde das Gummi, gerade auf dem Benziner im Einsatz, wahrscheinlich dann auch wegschmelzen. Andererseits wäre jetzt nicht so schlimm, ne? Also könnte man auch machen, aber es kommt uns jetzt nicht darauf an, besonders effizient zu kochen. Wir haben da einen Liter Sprit in der Flasche, dementsprechend. Das sollte rein rechnerisch bei der Leistung vom Kocher, mit der er gerade arbeitet, etwa 3 bis 4 Stunden reichen. Also sollte das wirklich kein Problem sein, trotz kalter Temperaturen. Aber ich bin da noch am Experimentieren, wie das jetzt eben exakt von der Leistung her, weil alles funktioniert und so weiter. Der Topf ist jedenfalls super, auch da ist sofort heiß geworden. Man hat gleich gemerkt, oh, das Wasser fängt sofort an zu dampfen, kaum nachdem man den Topf draufgestellt hat. Und das, obwohl noch jede Menge Kartoffeln drin sind. Und wir haben hier so irgendwas um die 0 Grad gerade. Ja, so viel dazu. Ja, und das ist das Resultat. Kartoffelgulasch mit Würstchen. Da kommt normalerweise, wenn man jetzt nicht auf mich Rücksicht nehmen muss, noch Paprika und was noch rein? Paprika. Sonst noch was? Paprika in Gemüseform. Ah, Paprika in Gemüseform. Und auch schon Käse, die wir drin haben. Wir haben jetzt auch einen Kräuterkäse. Ja, das ist ein Kräuterfrischkäse, quasi die Soße. Die Soße rein mit Paprika. Ach so, okay, alles klar. Ja, also paprikafrei. Normalerweise eben. Die Soße halt auch rot. Mit Paprika. Ach so, deswegen. Ah, okay. Aber ist doch, ja. Mhm. Tschüss. Ben hat einen Vulkan gefunden. Ich hoffe, dass er nicht gleich ausbricht und dass die Kartoffelstückchen um die Ohren fliegen. Gell, Schatz? Was machen wir dann? Ich verstehe nicht, was du sagst, aber ich nick einfach mal.